Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es hier um einen Keramikbrennofen, ein alter Ofen von Naber. Mittlerweile heißt die Firma ja Naber Tern und diese Öfen werden auch immer noch gebaut. Auch das gleiche Modell, dieser N200. Also das war damals, ja, vor 30, 40 Jahren gab es dieses Modell schon und ich habe so einen erstanden auf eBay Kleinanzeigen. Ich wollte ja sowas schon immer mal haben, so ungefähr im Jahr 2005 oder so hat sich bei mir dieser Wunsch gebildet und da war ja meine damalige Werkstatt einfach so klein und die ganze Ausstattung von der Elektrik her und so, wo man hätte einfach zu viel machen müssen und das hätte da nicht reingepasst. Und in Holzwerkstatt ist das schon mal ein bisschen schwierig. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeiten gehabt, das mal durchzuführen. Wir haben eine neue Leitung verlegt, eine schöne dicke, ja, Stromleitung, dass genügend Widerstand ist. Das haben wir mit dem Elektriker alles schön gemacht. Ich weiß, die Stromkosten steigen. Aber wenn man jetzt mal die Materialkosten wirklich durchrechnet, ist man beim Holz ja immer noch höher, weil wenn ich da jetzt schönes, qualitativ hochwertiges Holz kaufe, muss ich ja auch mit hohen Kosten rechnen. Vielleicht 10% der, ja, Arbeit, die es am Ende mal kosten soll. Und beim Stein, die Steinbildhauer, die haben da noch ganz andere Preise, wo das dann gleich 10-mal teurer ist und also wirklich enorme Summen erreicht werden, was dann, ja, den Geldbeutel schnell mal sprengen kann von so manch einem Kunden. Und von daher finde ich doch Keramik gar nicht so blöd. Und es gibt sehr, sehr viele Bildhauer. Also ich kenne ja auch Leute aus Berlin hier, die eben viel mit Keramik arbeiten. Ist ein schönes Material, sehr vielseitig. Man kann es glasieren, man kann es sintern, wo man es dann auch rausstellen kann, was frostbeständig ist und, und. Also da gibt es große Anwendungsmöglichkeiten auch für Gebrauchsgegenstände. Wir haben hier so eine ganze Reihe von Töpfern auch im Haus, die also mit Keramik arbeiten. Und mich hat sowas schon immer mal gereizt. Jetzt weniger das Drehen, davon verstehe ich eigentlich nichts. Mir geht es ja wirklich um das Modellieren, um plastische Arbeiten, um dann auf größere Modelle, Figuren zu gehen oder vielleicht auch abstrakte Arbeiten. Erstmal Ideen sammeln, ein Bozzetto machen, so sagt man es ja. Also kommt aus dem Italienischen der Begriff eine Tonskizze. Das wäre eben der erste, ja, Versuch, sich mal an ein Projekt anzunähern, nachdem man erstmal Zeichnungen gemacht hat, dann ein Bozzetto zu machen und dann ein Modello Piccolo. Das wäre dann also der nächste Schritt, was noch nicht die volle Größe hat der Arbeit, die angestrebt wird. Wenn es jetzt eine größere Figur von vielleicht 2 Metern werden soll, macht man erstmal ein Modello Piccolo, um, ja, zu sehen, ist es jetzt richtig ausgearbeitet, ist die Drehung des Körpers richtig und so weiter. Also da kann man jetzt verschiedene Probleme noch klären und dann machen natürlich Leute, die es ganz genau haben wollen, noch ein Modello Grande. Also in der Restauration oder wenn Arbeiten rekonstruiert werden müssen fürs Schloss oder und so weiter, also verschiedene kunsthistorische Arbeiten, dann macht man also ein großes Modell, was dann 1:1 auch heute noch übertragen wird. Ich denke mal, in 50 Jahren oder so wird das wahrscheinlich dann nur noch gefräst, also an CNC-Computern, dass das dann gar nicht mehr so die Handwerker machen werden. Aber heute machen es schon auch noch Handwerker und dafür ist eigentlich so ein Ofen gar nicht so schlecht, dass man sich also auch eigene Modelle machen kann. Und wer sowas mal machen will, kann natürlich an irgendeine Schule gehen oder in eine Volkshochschule und sich da was brennen lassen. Und wer mehr machen will, der kann sich ja so einen alten Ofen wie ich hier besorgen. Dafür zeige ich das Video. Ich sehe meine Aufgabe so ein bisschen darin, natürlich hier auch, ja, so Grundlagen irgendwie zu vermitteln. Und ich sehe da drin eine Grundlage. Mich haben Leute angesprochen, ja, mit dem Modellieren, da komme ich gar nicht so klar und das ist für mich irgendwie nicht logisch. Und dazu habe ich ein schönes Argument nochmal gefunden. Wenn man Vokabeln lernt, dann lernt man ja nicht nur die Übersetzung. Also wenn man jetzt das Wort aus der Fremdsprache hat, dass man dann sozusagen jetzt ein deutsches Wort dazu findet, sondern man macht es ja auch umgekehrt, ne? Dass man erstmal so beginnt, man hat da das Wort aus der Fremdsprache, nee, man hat da das deutsche Wort und übersetzt es dann in die Fremdsprache, aber eben in beide Richtungen, das wäre dann sozusagen ein dynamisches Lernen von Sprache, dass man die Vokabeln immer in beide Richtungen übersetzen kann, dass man einmal viel mehr lernt und das Gehirn sich lernt zu vernetzen und eben in die richtige Richtung denkt.
und dass der passive Wortschatz größer wird, um dann auch im aktiven Wortschatz sich sozusagen zu manifestieren. Das war jetzt kompliziert ausgedrückt. Aber so ist es doch auch bei der Bildhauerei, dass man erstmal bei der Ausbildung natürlich anfängt zu modellieren und sagt, was ist das? Das ist völlig schrecklich. Ja, das geht eigentlich allen so. Und dann braucht man mal vielleicht einen Monat, zwei Monate oder so, um das dann schätzen zu lernen. Und dann, ja, kann man das Ganze dann auch in einer plastischen Arbeit viel besser durchdenken, was man da so grundlegend erstmal modelliert hat. Und ja, ich predige es und immer wieder und versuche es hier auch zu zeigen. Deshalb darf das heute auch mal den Raum einnehmen, das Video. Aber ich will damit niemand verprellen oder ärgern. Es gibt natürlich grundlegend dann mehr Schnitzvideos, das ist klar. Ich zeige dann nur mal vielleicht aus meiner Sicht gelungene Arbeiten, die ich damit dann gemacht habe. Okay, gut, dann zeige ich mal, was ich hier so am Ofen gemacht habe. Es ist gar nicht so schwierig und da kann ich nur jeden ermutigen, der mal in die Richtung so ein bisschen gehen will und vielleicht auch Geld sparen will mit einem alten Ofen. Also da auf jeden Fall dranbleiben und nach Schnäppchen suchen, um das Ganze zu reparieren. Auch mit anderen Marken, die vielleicht nicht unbedingt Naber heißen oder Nabatern, wo man also noch günstigere Heizwendel bekommt. Da bin ich jetzt erst dahinter gekommen, dass die Heizwendel ja auch sehr teuer sind und es günstigere Hersteller gibt. Aber da kann man auf jeden Fall Schnäppchen machen, wer da sucht. Auf jeden Fall das Internet durchforsten und dranbleiben. In diesem Sinne viel Glück und viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte hier bei meinem alten Ofen von Naber N200 jetzt gerne die Heizwendeln wechseln. Und dazu gibt es ein paar Videos im Internet, aber ich habe nur welche von Topladern gefunden. Ich habe jetzt hier mir das bestellt, also von Nabatern, die originalen Ersatzteile, die gibt es ja noch. Der Ofen wird ja nach wie vor gebaut, kostet allerdings sehr, sehr viel Geld. Und die sind auch nicht billig. Von daher, wer irgendwie metallisch Erfahrung hat und mit Metall gut umgehen kann, kauft sich am besten eine große Rolle von diesem speziellen Draht und wickelt sich das selber. Aber mir hat der Laden abgeraten, ist einfach zu aufwendig und braucht zu viel Erfahrung. Von daher habe ich das jetzt einfach gekauft, dass ich das auch schnell da reinbekomme. Ja, ich habe jetzt diese Dinger hier gefunden, die sind so beschriftet. Da steht jetzt die Modellbezeichnung drauf und ein Kreuz bei der Tür hat man freundlicherweise gemacht. Und wenn ich das hier so ranhalte, dann habe ich das so jetzt rausgefunden, dass ich das so beginnen muss, weil der Draht hier oben einmal und hier unten einmal rauskommt. Man muss also immer diese Löcher finden im Ofen, wo der Draht dann nach außen geht, wo man das dann anklemmen muss. Und natürlich ist es dann sehr ratsam, dass das ein wirklicher Elektriker, ein Fachmann, der sich auch mit solchen Öfen auskennt, nochmal überprüft. Ja, mit diesem Draht wäre ich natürlich grundsätzlich vorsichtig, dass ich ihn nicht irgendwie zu sehr im Schmutz rumwälze, ihn vernünftig lagere und ihn nicht zu oft anfasse. Ich lege den jetzt auch wieder weg, weil ich mir eben vorstellen kann, dass zu viel Schweiß und alles da auch nicht von Vorteil ist, weil es eben so ein Spezialdraht ist, wo man immer schön vorsichtig sein muss. Dieses ganze Zeug ist ja jetzt hier spröde geworden. Das zwicke ich jetzt hier raus. Das erklärt sich ja von selbst außen auch das Anschließen einfach so, wie es war. Ja, wenn man einen neuen Ofen hat, dann ist das ja alles korrekt angeschlossen. Dann kann man sich ein paar Bilder machen. Dann weiß man das. Ich schneide das hier einfach so raus. Vieles bricht auch einfach weg. Das ist natürlich das Zeichen dafür, dass der Draht jetzt auch wirklich sein Ende erreicht hat. Es scheint mir so, als ob die Vorbesitzerin das vermutlich selber aufgewickelt hat oder das so irgendwie gestaucht geschoben hat von den gekauften Drähten, dass es irgendwie hier reingepasst hat, weil manchmal die Abstände bei den neueren Öfen scheinbar ein bisschen länger sind hier im mittleren Bereich und das muss man hier irgendwie ein bisschen stauchen, von daher vielleicht hin und her schieben, aber vorsichtig sein, dass man nicht zu sehr an diesen Drähten rumrafelt. Gut, das wären jetzt erstmal meine Hinweise, die ich so herausgefunden habe. Ich bin ja auch Laie, was das betrifft. Mir geht es ja um die Bildhauerei. Ich möchte ja also Bildhauer arbeiten, also keramische Modelle brennen und sowas. Und dafür dient mir das sehr, sehr gut. Und ich will es einfach hier probieren. Ja, wenn es weiterhilft, gerne auch hier einen Daumen nach oben geben, das ganze Video anschauen, gerne auch teilen mit Leuten, die vielleicht sowas vorhaben oder sich da weiterentwickeln wollen. Und schreib mir auch gerne einen Kommentar, was man hier noch beachten muss und wo du vielleicht
alles bereits weißt und ein Fachmann bist, dann schreib das gerne in die Kommentare, dass wir alle davon lernen können. Abonnier gerne den Kanal und schau mir hier weiter zu. Okay, ich mache jetzt hier weiter und werde das natürlich auch ein bisschen beschleunigt jetzt zeigen. So, weiter geht's. Ich habe hier neue Tragrohre extra gekauft, weil die alten sind zum Teil nicht passgenau. Hinten sind einige viel zu kurz. Da habe ich gemerkt, da hat jemand vorher irgendwie mal improvisiert und gebastelt. Hier ist ein langes von der Seite, das ist hohlgezogen. Wenn ich hier von oben reingucke, ihr im Video werdet es nicht wirklich sehen. Das ist so ungefähr ein Zentimeter hohlgezogen und das kann sich ja verstärken. Wenn ich die weiter verwende, dann könnten die sich immer weiter durchbiegen und die Drähte sich berühren und einen Windungsschluss kriegen. Das wäre natürlich der Worst Case, wenn man das so neudeutsch sagt, also der schlimmste Fall, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, dass wir uns nicht diese teuren Drähte versauen. Außerdem haben sich hier über Jahre irgendwelche Sachen eingebrannt und da haben mich Experten darauf hingewiesen, tausche doch diese Tragrohre. Du musst eh einige austauschen, diese zum Beispiel oder die zu kurzen. Und dann kauf doch einen neuen Satz. Also ich habe mich da überreden lassen, das war vielleicht falsch, klar. Vielleicht sagen die Fachleute, oh, du kannst die ewig verwenden und machst die halt schön sauber. Aber es lässt sich auch schwer runterschleifen. Da brauchst du was sehr, sehr Hartes. Also weiß ich nicht, Korund oder Diamant oder sowas, um das hier wirklich runterzuschleifen. Und die sind ja aber auch extra irgendwie beschichtet nochmal. Also da würde ich nicht groß dran rumspielen. Das muss schon alles irgendwie passen, dass das Material gerecht ist und dass diese Sachen miteinander harmonieren, so wie das auch konzipiert ist. Von daher habe ich mir als Laie mal ein paar neue Tragrohre gekauft. Und wie gesagt, hinten sehe ich halt wirklich welche, die zu kurz sind. Und wenn da mal eins runterfällt durch irgendwie ja, eine Falschbeladung oder eine kleine Explosion im Ofen, weil da irgendwie Luft eingeschlossen war im Ton und das bricht zusammen und der Draht reißt, ja, dann habe ich gar nichts gekonnt, dann muss ich da hinten alles austauschen, vielleicht die ganze Seite, das kostet ein Vermögen wieder. Von daher will ich an diesen Rohren nicht sparen und ich werde die alten verkaufen bei eBay und ja, über Jahrzehnte kann man natürlich auch irgendwann mal diese Rohre tauschen, weil der ja auch schon Jahrzehnte alt ist. Dann nutze ich die Gelegenheit, hier wirklich sauber zu machen. Man hat es ja gesehen, schön alles abkehren, ausbürsten, vielleicht sogar mit einem kleinen Pinsel in die Ecken, überall den Staub raus. Ich habe gemerkt, die Vorbesitzer haben ihn sehr schmutzig hinterlassen. Hier ist sehr, sehr viel Dreck drin. Ja. Da kann man sich also auch viel ruinieren. Man muss den regelmäßig aussaugen und mit dem Pinsel schön reinigen, ganz vorsichtig mit so einem ja, Bürstenkopf am besten saugen, dass da nichts passieren kann. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ich setze jetzt hier die Tür ein und da muss ich halt hier oben beginnen. Hier oben ist immer produktionsbedingt so eine Schlaufe am Draht, wo die den so eingedreht haben. Die muss ich erstmal wegschneiden. Ich kontrolliere dann auch gleich nochmal, okay, da steht wirklich dran, das ist für die Tür. Schneide dieses Ding hier oben weg, weil sonst passt es ja nicht hier rein. Ja? Dann schiebe ich das erstmal rein und zwicke dann von außen das auf die exakte Länge weg. Das kann ich ja dann nochmal zeigen von der anderen Seite, aber das muss ja erstmal weg, dass ich überhaupt hier reinkomme. Und das ist natürlich jetzt mal ein Akt, hier durchkommen muss. Uah. Ja, falsche Zange. Da passiert gar nichts. Ja, andere habe ich leider nicht. Uah. Auf jeden Fall fange ich dann mit den Tragrohren von oben an. Das hängt ja dann nach unten runter, fädel das ein, steckt das immer drauf und dann hier unten auch nochmal reinstecken. Von außen auf die richtige Länge abzwicken, mit dem Steuergerät verbinden, diese Kabel und dem Stromanschluss wieder neu anschließen. Und das ist also alles selbsterklärend. Und so wie das vom Anfang an gekauft war, genau so wieder anschließen und diese Teile, die mitgeliefert werden, verwenden. Manchmal sind das so Keramikklemmen. Hier sind metallische Klemmen, die verwende ich einfach wieder und werde da weitermachen. Bei keramischen Klemmen sollte man die tauschen.
So, also das habe ich jetzt hier mühevoll rausgepopelt. Was man von innen gesehen hat, das habe ich jetzt hier versucht reinzustecken. Was nach außen kommt. Das waren ja immer solche Keramikdinger, die hier den Übergang schaffen, dass das nicht am Gehäuse anliegt, der Strom nicht ins Gehäuse fließt. Ja. Das wird einfach hier so raufgeschoben. Dann muss man nur noch hoffen, dass das Drahtstück nicht mitrutscht. Ja, dann drehe ich das wieder genauso, wie es mal war. Das sehe ich an diesen Roststellen, da war es gewesen. So, dann kommt hier die Klemme rauf. Ich habe jetzt doch noch neue Klemmen gefunden. Wichtig ist es, diese Dinger wirklich anzubrummen. Ich habe nämlich festgestellt, als ich das jetzt hier auseinandergebaut habe, einige waren fast locker. Durch diese Wärmeentwicklung muss man damit rechnen, dass die Dinger wieder locker werden. So, und hier dieser Kontakt sieht ziemlich veräuft aus. Deshalb schleife ich das einmal nach. Dass es einfach nur blank ist. Das ist Kupfer. Aber auch da kann sich ja über Jahrzehnte irgendwas ansammeln. Und wenn es sauber ist, erscheint mir einfach besser. So. Fertig. So, das Kabel saß hier dran. Mit einem M8 Schlüssel ist es angezogen worden. Und jetzt ruhig richtig fest. Ich werde das hier nochmal mit einer Zange jetzt festhalten. So, also das ist jetzt sehr straff. Es darf halt nicht brechen. Es darf aber auch nicht locker sein. Richtig schön straff. So habe ich es jedenfalls gelernt. Hier unten das Kabel, das scheint recht auch straff zu sein. Ich weiß nicht, warum da so Spannung drauf ist, aber gut. Mal kurz noch ein Wort zu diesen Klammern. Die werden ja immer mitgeliefert. Die sind auch schön stabil. Stehen hier unter Spannung. Das ist auch, glaube ich, das gleiche Material. Auf jeden Fall waren sie beim Rausziehen ganz ähnlich porös. Und die schiebe ich einfach mit so einer Zange hier wieder da rein. Also man kann das in den weichen Schamottestein in neue Öffnungen reindrücken. Aber ich habe festgestellt, daher die hier so ein bisschen geöffnet sind, und man die in die alten Löcher reinschiebt, hat man trotzdem immer noch eine große Spannung, weil zum Teil der Draht von den neuen Wendeln an ein bisschen anderen Positionen sitzt. Ja gut, jetzt habe ich hier mal den Fall, da muss ich ein neues Loch setzen, aber das geht auch alles. Ich packe das halt hinten so an, drücke das rein. Muss ja darüber auch nachdenken, was hängt da wirklich dran. Also da ist jetzt nicht dieser massive Druck drauf. Manchmal ist ein bisschen Spannung drauf, weil das neue Modell des Ofens hier und da noch ein bisschen weiteren Abstand hat, um wenige Zentimeter. Dadurch muss man den Draht manchmal etwas stauchen. Und dadurch können die Keramikrohre manchmal nicht optimal in ihrer Halterung sitzen. In ihre Aussparung. Und dann hilft es ungemein, diese Klammer noch mal reinzudrücken. Was ich jetzt hier wieder getan habe. Ja. So. Jetzt sitzt dieses Rohr auch wirklich fest an der Wand. Also da ist genügend Spannung, um das zu halten. Ja.
Der Draht wird ja auch porös und hart beim Brennen. Wenn da zu viel Spannung und Druck drauf ist, könnte ich mir auch vorstellen, dass das wie eine Sollbruchstelle wird auf Dauer. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber das kann schon einiges ab auf jeden Fall. Ja, wenn das mit meinen Brücken, also wo der Draht immer zur nächsten Wendel geht, wenn da die Löcher bereits waren, weiß ich auch, es sitzt an der richtigen Stelle, drückt das einfach rein. Ich habe heute Morgen noch ein bisschen Stress, weil der Elektriker jetzt gleich kommen wird, um endlich das Steuergerät anzuschließen. Das muss er alles überprüfen, ja, das muss ein Fachmann checken, dass man da nichts falsch angeschlossen hat, dass überall der Strom läuft, dass die Sicherungen stimmen oder der Nullleiter und die Sicherheitsschalter. Also da, nur wenn man Fachmann ist, kann man das selber machen. Und das sagen ja auch die Keramik-Leute, die das verkaufen, dass ich das selber eigentlich gar nicht machen darf, sondern man da Fachpersonal braucht, insbesondere wenn man jetzt Gewerbe hat und so. Muss man ja damit auch rechnen, dass man mal geprüft wird. Von daher immer bei diesen Elektriksachen auf Nummer sicher gehen. Ich bin jetzt erstmal soweit durch mit dem Einsetzen der neuen Heizwendel und jetzt brenne ich das Ganze gerade ein. Das muss man also zum Anfang einmal leer brennen, die ganzen Heizwendel schön einbrennen, weil wenn man sofort einen Sprühbrand machen würde, da kommt ja gebundenes Wasser und Sauerstoff aus dem Ton raus und in Verbindung mit den neuen Heizwendeln können die dadurch also ein bisschen Schaden nehmen. Deshalb erstmal einbrennen, dann sind die sozusagen dicht eingebrannt und sind nicht mehr so anfällig für diese Gase und alles, was da entweicht, diese Feuchtigkeit. Und dann halten die wesentlich länger. Alle Töpfer, mit denen ich gesprochen habe, können das bestätigen. Ich habe hier mit Töpfern aus dem Haus gesprochen, die das genauso gesagt haben. Mach unbedingt erst einmal den Einbrand, um die Lebensdauer dieser Heizwendel zu verlängern. Und auch das, was ich im Internet gelesen habe, bestätigt das Ganze. Ich mache das jetzt mit 150 Grad, dass er also relativ schnell hochfährt in 150er Schritten. Und die Endtemperatur ist dann 1050 Grad und das Ganze halte ich 90 Minuten, eine anderthalbe Stunde. So sind die Daten, die ich da von Rode habe. Das sind jetzt zwar hier Nabatern-Heizwendel vom originalen Hersteller, also die Ersatzteile, aber für die Rode-Öfen ist das immer die Grundempfehlung, das genau so zu machen. Manche sagen, man soll nur den Sprühbrand imitieren, also bis 58, 900 Grad einmal hochbrennen und dann halten. Aber über 1000 Grad scheint besser zu sein nach den Informationen, die ich habe oder was ich so rausgesucht habe. Und Rode gibt es ja auch so vor für die eigenen Öfen. Von daher ist das eine sinnvolle Empfehlung für diese Art des Drahtes, für diesen Kanteldraht und für diese Heizwendel, den über 1000 Grad einmal schön einzubrennen. Und dann kann man eben die ganz normale Arbeit beginnen. In dem Fall sollen das Modelle sein für die Bildhauerei oder auch eigenständige Bildhauerarbeiten. Und da bietet uns ja dieses ganze Feld der Keramik hier ein wundervolles Spielfeld, wundervolle Möglichkeiten, Modelle herzustellen, eigenständige Arbeiten. Und dazu kann ich nur ermutigen, wenn man vielleicht an sowas rankommt, an so einen schönen alten Ofen irgendwie aus einem Nachlass oder aus der Familie, das zu übernehmen und zu reparieren. Auch das Steuergerät, falls das mal nicht mehr arbeiten sollte, kann ich das Ganze erneuern, tauschen, Ersatzteile kaufen. Das ist also alles möglich. Und ich habe hier einen tollen Elektriker, der mir auch dabei geholfen hat, das Ganze wieder in Betrieb zu nehmen. In diesem Sinne kann ich nur die beste Ermutigung hiermit senden, sowas zu machen und rumzutüfteln, zu basteln und das Ganze wieder in Betrieb zu nehmen. Viel Erfolg dabei, alles Gute und viel Spaß. Wir sehen uns wieder in einem neuen Video. Bis dahin, mach's gut, bis zum Wiedersehen und ciao.